Hochverehrte Passagiere, wunderschöne Damen und charmante Herren, als Teil der aufwendigen Unterhaltung für den heutigen Abend habe ich mir ein kleines Spiel für Sie überlegt. Oh, das klingt ja schrecklich spannend, nicht wahr, Miss? Doch bevor ich Ihnen die Regeln des Spiels erkläre, möchte ich Ihnen den opulenten Preis präsentieren. Heute Abend, meine Damen und Herren, können Sie die goldene Göttinnenstatue gewinnen. Die Statue? Die Statue aus purem Gold? Das ist richtig, Miss Layton. Ich vergebe heute einen Bietschein für die goldene Göttinnenstatue. Einen Bietschein? Ich bin mir sicher, niemand will die Gelegenheit verpassen, auf dieses großartige Kunstwerk zu bieten. Oh jemine, diese unglaubliche Statue wird versteigert. Hoch, das wird Mr. Onassis definitiv zum Stadtgespräch machen. Oh Punch, klingt das nicht aufregend? Da müssen wir mitmachen. Auf jeden Fall, ich werde alles tun, um sie zu gewinnen, Judy, um dir zu zeigen, wie sehr ich dich liebe. Nicht mal Teenager sind so schlimm. Tja, es scheinen alle ganz begeistert von der Idee zu sein. Und Sie sind das nicht, Cat? Würden Sie es nicht versuchen? Ich glaube nicht. Der Preis ist ja ein Bietschein, nicht die Statue selbst, oder? Ihnen ist aber bewusst, Catriel, dass eine Statue von dieser Größe aus purem Gold de facto von unschätzbarem Wert ist, oder? Wenn man sie versteigern würde, gäbe es wohl kein Halten mehr, weil so viele gerne zur Auktion eingeladen wären. Anders gesagt, selbst der Bietschein dürfte schon eine ganze Menge Geld wert sein. Ach, wirklich? Nun, vielleicht könnte ich doch mitmachen. Ich will ja keine Spielverderberin sein. Ah, jetzt nehmen Sie also doch teil? Ich komme einfach nicht mehr mit. Es hört sich lustig an, ganz unabhängig davon, was der Preis sein mag. Ich will gar nicht so tun, als hätte ich kein Interesse, aber ich würde gern die Regeln kennen, bevor ich meine Zustimmung gebe, an diesem Spiel teilzunehmen. Nun, Perfetti, ich glaube, Sie haben Glück. Es sieht ganz so aus, als ob unser Gastgeber uns gerade alles erklären will. Schön, Plot-Twist. Die Statue ist nur aus Schokolade und die echte wurde kurz vor der Fahrt beschädigt. Plot-Twist 2. Die Statue war ursprünglich aus Schoki, wurde aber von einer hungrigen Detektivin gegessen. Daher musste vergoldetes Plastik her. Großartig. Und abgesehen davon, ja, ich gebe dem Chat vollkommen recht, kostet die Statue nicht mehrere Millionen. Das wird für die meisten auf dem Schiff schwer zu kaufen sein. Also auch bei einer Auktion. Eher schwierig. Also, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, Ihnen kurz die Regeln des Spiels zu erklären. Versteckt auf eben diesem Schiff gibt es 4 Engelsfiguren. Diese gilt es zu finden. Es ist eine Art Schatzsuche, verstehen Sie? Kapitän Stower und ich werden Sie nacheinander in die Nähe der Stellen bringen, wo diese Engelsfiguren jeweils zu finden sind. Die Schatzsuche wird Sie in alle Teile dieses wunderbaren neuen Schiffes führen, wo Sie dann überall nach den Engeln Ausschau halten können. Also, auf zum ersten Engel, zum Herz der Thames-Tanic. In den Maschinenraum, meine Damen und Herren, folgen Sie mir. Nach Engeln jagen, um eine Göttin zu gewinnen? Mr. Onassis hat wirklich einen wunderbaren Sinn für Dramatik, oder? Ich muss schon sagen, das verspricht richtig lustig zu werden. Ein Polizist, eine Detektivin und eine Kriminalanalytikerin treten gegeneinander an. Und dann bin da noch ich, der liebestolle Vollpfosten. Oh, das wird schön. 3 Profis und ein Vollidiot bei der Suche nach verborgenen Dingen. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass einer von euch dreien den Bietschein gewinnen wird. Also ich auf jeden Fall nicht. Meine Güte, ihr seht ja alle plötzlich ganz wild aus. Treten Sie beiseite, werte Damen. Die Jagd auf ein paar Statuen wird ja ein richtiger Spaziergang im Vergleich zu den Fällen, in die wir sonst verstrickt sind. Einen Augenblick noch, Inspektor. Privatdetektivinnen wie ich sind immer auf der Suche nach Schätzen. Ich meine, im Ernst jetzt. Wenn ich nur 1 Pfund für jedes Mal hätte, dass ein Pirat durch meine Tür gekommen ist. Was?
Ich will nicht wissen, welche Tür sie meint und von was für Piraten sie spricht, aber okay. Ich werde diese Statuen im Handumdrehen finden. Na, na, na. Ich glaube, ich werde sie problemlos beide übertreffen, wenn es um das Auffinden von verschwundenen Dingen geht. Eine einfache Analyse des Verbrechers, in diesem Fall desjenigen, der die Engelsfiguren versteckt hat, wird mich direkt zu ihnen führen. Schön zu sehen, dass das Rudel zusammenhält. Tja, das Rudel tollt, wenn der Rubel rollt. Aber Füchse sind gar keine Rudeltiere. Dieses kleine Spiel scheint ja wirklich einiges an Konkurrenzdenken zu wecken. Das ist ein Spaß. Jeder von uns ist sich sicher, der oder die Beste bei dieser Schatzsuche zu werden. Also los, finden wir heraus, wer recht hat. Wer die vier Engelsfiguren findet, hat gewonnen. Ich glaube, genau darum geht es, Catriel. Aber der Rhyme ist fett. Ja, wir verstehen uns. Ich bin dabei, Cat. Ich habe selbst ein paar kleine graue Zellen, die ich bei Bedarf einsetzen kann, wissen Sie? Ich weiß nur nicht, wo ich sie hingelegt habe. Es muss ja nun nicht gleich in ein Hauen und Stechen ausarten. Wäre es nicht besser, wenn ihr alle zusammenarbeitet? Schau, dieses Szenario kann auf drei unterschiedliche Arten und Weisen enden. Erstens, jemand anderes außer uns dreien gewinnt den Preis. Zweitens, einer von den anderen beiden, anders gesagt Inspektor Hastings oder Emiliana, gewinnen den Preis. Oder drittens, ich finde alle vier Engelsfiguren und gewinne somit den Bietschein für die goldene Göttin. Der wahrscheinlichste Ausgang ist der dritte, oder anders gesagt, ich werde gewinnen. Natürlich, warum mache ich mir überhaupt Sorgen? Es wird schon alles genauso laufen, wie du willst. Und das Schlimme ist, das wird es tatsächlich. Es ist halt vollkommen egal, dass sie halt eingebildet und mistbratzig ist. Das passt schon. Sie kommt einfach damit durch. Richtig gute Moral für das Spiel. Richtig gut. Der Federhandschuh wurde geworfen. Auf zum Maschinenraum. Die legendäre Plot-Armor. Mhm. Eigentlich können wir uns hier noch ein bisschen... Also nee, wir haben uns hier schon voll umgeguckt, oder? Also wir können mit den beiden noch quatschen, aber sehe ich mich gerade ehrlich gesagt nicht so. Das führt, glaube ich, einfach zu nichts. Das ist Fasan? Das ist aber verdammt großer Fasan. Wie Gold im Licht glänzt, hat echt etwas Hypnotisches, oder? Und die Statue hat auch noch eine wunderbare Komposition. Ganz wunderbar. Okay, wir gehen in den Maschinenraum. Federhandschuh? Ist das ein Rechtschreibfehler gewesen? Nein, nein, Federhandschuh, nicht Feder. Fede. Wie eine Blutsfede. So, Federhandschuh war das, wo man früher jemanden mit zum Duell rausgefordert hat. Wow, was für ein seltsames Geräusch. Okay. Ich würde mich freuen, wenn hier jetzt Johann das Gespenst auftaucht, aber das wird wahrscheinlich einfach nicht passieren. Ich muss mal ganz kurz bei meinem Mikro was richten. Sekunde. Come on. So. Da sind wir, meine Damen, meine Herren, im Herzen meines jüngsten Schiffes, im Maschinenraum der Thames-Tanic. Irgendwo in diesem Raum ist die erste Engelsfigur versteckt. Wer von Ihnen wird sie finden? Oh nein, hier gibt es ja überall Rohre. Wie sollen wir denn so eine kleine Engelsfigur finden? Das ist ja übel. Keine Sorge, Judy. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir wirklich alles schaffen. Oh, Punch, du bist einfach einfach großartig. Ui, Himene, eine Engelsfigur, die hier irgendwo versteckt ist? Ja, ich werde mein Bestes geben. Potzblitz, hier sind aber ganz schön viele Maschinen, was? Und ich habe nicht den blassesten Schimmer, was die alle so machen. Schiffe sind auch nicht gerade mein Fachgebiet. Ich hätte mich vor dieser Kreuzfahrt anscheinend besser einlesen sollen. Oh, das sieht ja alles sehr interessant aus. Ist das dort am Ende ein Sprachrohr? Hey, Pfoten weg, solange man dir nicht ausdrücklich was anderes erlaubt hat. Ach, und direkt da drüben ist ein Schalter. Ich frage mich, was der macht.
Ich sagte Pfoten weg. Neugier gehört doch nun wirklich nicht zu den Tugenden einer angeblichen Gentlewoman. Ha, dieser Schalter ist für den Kran, den man zum Be- und Entladen großer Frachtstücke verwendet. Oh, tut mir leid. Das hätte ich wohl nicht ungefragt anfassen sollen. Es ist ja nichts passiert, Miss Layton. Jetzt sieht es aber so aus, als ob Mr. Onassis bereit ist, das Spiel zu starten. Wenn Sie jetzt alle bereit sind, meine Damen und Herren, dann möge das Spiel beginnen. Sie können den Maschinenraum nach Belieben erkunden, solange Sie dabei unsere Fahrt nicht bremsen, versteht sich. Ich lade Sie nun also dazu ein, die Engelsfigur zu suchen. Och, der heiße Dampf, der mitten in den Flur abgeleitet wird, ist sicherlich super für jeden suchenden Gast auf jeden Fall. Okay, im Sprachrohr ist die Figur schon mal nicht. Lass mich raten, das ist jetzt kein Wimmelbild, wir müssen halt schon mit den Leuten sprechen einfach, oder? Oh, 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 warte. Ah. Wir haben einen Blasenbläser gefunden. Ich dachte, die Engelsfiguren wären jetzt auch so versteckt, aber nein, offenbar nicht. Oh, ein Rätsel. Es ist ziemlich schwierig, die kleine Statue in diesem Gewirr aus Maschinen und Rohren zu finden, oder? Aber mein Instinkt sagt mir, dass diese Tafel mit den ganzen Schaltern etwas verbirgt. Vielleicht versuche ich mal ein paar von ihnen umzulegen. Beste Idee. Rätsel 100. Nicht das 100. Rätsel, was wir machen, aber immerhin Rätsel 100. Knarz, knarz. 9 Schatzkisten sind in einer Höhle versteckt. 3 davon enthalten jeweils ein Juwel. Wähle die Schalter zwischen den Truhen aus, um die Lichter zu aktivieren. Eine Zahl sagt dir dann, wie viele Juwelen sich in den umliegenden Kisten befinden. Wo verstecken sich die Juwelen? Okay. Wähle einen Schalter zwischen den Truhen aus. Nee, doch. Um Lichter zu aktivieren, eine Zahl. Okay. Okay. Ja, das ist so quasi Minesweeper, aber nicht so richtig. Sind diagonal hier, hier und hier, oder? Die Truhe wird von allen Schaltern beleuchtet, das ist der eine. Und wir wissen, dadurch, dass hier nur einer ist. Ja, es geht nicht anders. Hier, hier und hier. Das ist ein besonders interessantes. Rätsel sind zum Lösen gemacht. Ha, ich habe etwas gefunden. Ah, es ist eine der Engelsfiguren. Was für ein fieses Versteck. Oh, brava, Miss Layton. Nun, wissen Sie, eine Detektivin wie ich, die spult nicht einfach nur ein Programm ab und... Wollen Sie es nicht noch ein bisschen schneller abspulen, Cat? Das war ein Kinderspiel, oder nicht? Natürlich hatte ich die Statue auch schon ausfindig gemacht. Das war ja kaum das Profiling wert, oder? Oh, es scheint, als hätten auch einige der anderen Gäste es geschafft, die Statue zu finden, Miss... Natürlich, die geben das nicht nur vor. Also, wenn wirklich jeder sie finden kann, war das ein viel zu einfaches Versteck. Gut, ich sehe schon, dass sie alles geschafft haben, die erste Engelsfigur zu finden. Wie? Die findet nicht nur einer? I don't get it. Aber lassen Sie sich davon nicht einlullen. Das war ja nur eine, sagen wir mal, sanfte Einführung. Da Sie nun ohnehin schon alle im Maschinenraum sind, tun Sie uns sicher den Gefallen und lauschen Kapitän Stower, wenn er kurz ein paar Worte über dieses prächtige neue Schiff verliert. Oh, mein Instinkt sagt mir, dass das schrecklich langatmig und langweilig wird.
Anscheinend haben wir ausnahmsweise mal exakt dasselbe Bauchgefühl. Nun, Sie werden mir sicher alle zustimmen, dass die Thames Tannic herrlich aussieht. Ich möchte Ihnen gern kurz darlegen, dass Ihr Inneres nicht minder beeindruckend ist. Dieser Motor hat genug Pferdestärken, um selbst mit einem modernen Containerschiff mitzuhalten. Damit ist er deutlich leistungsstärker als jeder durchschnittliche Bulker. Aktuell tuckert er ganz gemütlich vor sich hin, damit Sie als Passagiere eine angenehme Fahrt erleben. Denn wenn ich Vollgas geben würde, würden wir beinahe abheben. Es gibt wohl kein anderes Schiff auf der Themse, das ihm das Wasser reichen kann. Meint ihr, er ist gleich fertig? Mir fallen die Augen zu. Und es ist wirklich ein fabelhaftes Schiff, Miss. Es überrascht mich nicht, dass er so einen Lobgesang darauf anstimmen möchte. Danke für die ausführliche Erklärung, Midas. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck erhalten, wie herausragend dieses Schiff ist. Wir sind in einem neuen Zeitalter der Schifffahrt. Diese modernen Schiffe sind Welten entfernt von den überalterten Vorläufern. Die Thames Tannic läutet eine neue Ära ein. Sie ist nur das erste von vielen neuen Passagierschiffen, die ich in Auftrag geben will. Aber verzeihen Sie mir, Sie sind sicher alle begierig darauf, das Spiel fortzusetzen. Bitte lassen Sie uns in den Ballsaal zurückkehren. Nur nicht doch. Oh, Punch, das war so schwer. Der Engel war wirklich gut versteckt, oder? Oh, hat sich hier irgendetwas verändert? Es fühlt sich ja noch größer an als vorher. Ich glaube, du hast recht. Ja, du hast recht. Du hast immer recht, Judy. Och, diese Jagd nach der Engelsfigur ist ganz schön knifflig, oder? Aber ein Bietschein für diese Statue. Och, was könnte man mit so einem Preis für Geschichten erzählen? Och, aber wo ist denn die goldene Göttin? Die goldene Göttin ist verschwunden? Verschwunden? Wo ist die Statue? Wo ist meine goldene Göttin? Wo ist sie hin? Jemand hat sie gestohlen. Ich kann es nicht glauben. Sobald der Verantwortliche für diese schreckliche Tat gefunden ist, wird er sich noch wünschen, er hätte sich nie mit Oma Onassis angelegt. Na, ja, immer ruhig Blut mit den jungen Pferden. Sie wurde gestohlen? Das Riesending? Oh je, Mr. Onassis kocht vor Wut. Natürlich tut er das. Die Statue ist von nahezu unschätzbarem Wert. Aber Augenblick mal. Wenn die Statue gestohlen wurde, was wird dann aus meinem Bietschein? Sie haben noch nicht gewonnen, Catriel. Nun, ich kann nur sagen, dass jemand ganz schön dreist ist, wenn er dieses Ding direkt vor meiner Nase dreht. Cat, Perfetti, jetzt müssen wir diejenigen finden, denjenigen finden, der das getan hat. Nun, wir können es sicher nicht ignorieren. Es dürfte der Diebstahl des Jahrhunderts sein, wenn man bedenkt, wie wertvoll diese Statue ist. Also, suchen wir jetzt nach der Göttinnenstatue selbst anstatt der Engel? Ha, was für ein Spaß! Ich kaufe ein E und möchte lösen. Als Cat auf den Schalter im Maschinenraum gedrückt hat, hat sie diesen Kran bewegt. Es wurde ja gesagt, dass er für den Kran zum Beladen von und Entladen von schweren Dingen ist. Und hat die Statue halt einfach von Bord geworfen. Punkt. Und das hat niemand gehört, weil halt alle unter Deck im Maschinenraum waren, wo es laut ist. Abgesehen davon, dass halt niemand mit der Statue halt auch so eben entkommen könnte. Es sei denn, jemand ist mit dem Hubschrauber rangeflogen und hat sie irgendwie eingehakt und ist mit dem Hubschrauber weggeflogen. Ich habe die Mannschaft das Schiff durchsuchen lassen, Mr. Onassis, aber es findet sich nicht die geringste Spur der Statue. Aber das ist doch Irrsinn. Die Statue ist gewaltig groß. Wie kann man sie denn irgendwo verstecken, dass wir sie nicht finden können? Das ist ein furchtbares Verbrechen. Ich werde direkt zur Brücke gehen und einen Funkspruch ans Ufer senden, damit sie dort wissen, was hier geschehen ist. Ja, vielen Dank, Midas.
Aber es gibt nichts, was man an Land für uns tun könnte. Ich verstehe das nicht. Hatte er vorher schon dieses Ding hier auf der Stirn oder hat er jetzt eine Beule? Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Onassis. Wir schnappen den Schurken, der das getan hat. Das verspreche ich. Ach ja, natürlich. Ich hatte schon ganz vergessen, was für Berufe manche unserer Gäste haben. Dann finden Sie meine Statue und finden Sie die Person, die für diesen dreisten Diebstahl verantwortlich ist, koste es, was es wolle. Wenn es sein muss, überzeugen Sie wen. Also ich meine, nutzen Sie die Gelegenheiten, dass Sie eher an Bord des Schiffs sind und da finden Sie den Verbrecher. Das werden wir, Mr. Onassis. Wir lösen jedes Rätsel. Das ist mein Motto. Wenn Sie nichts dagegen hätten, Mr. Onassis, könnten Sie bitte dafür sorgen, dass keiner der Gäste von jetzt an den Bereich des Ballsaals betritt? Am Tatort sollte möglichst nichts verändert werden. Oh, natürlich. Wenn es der Ermittlung hilft, werde ich die Gäste anweisen, den Ballsaal nicht zu betreten. Es ist ein noch nie dagewesenes Unglück für mein neues Schiff auf seiner Jungfernfahrt. Ich bin nur dankbar, dass Sie an Bord sind. Bitte, bitte finden Sie die Statue. Ja, holla, das ist ja eine Wendung wie aus dem Krimi. Der Diebstahl einer Statue aus purem Gold macht aus der ganzen Sache hier einen großen Fall. Was ich gerne wissen würde, wie hat es jemand geschafft, sich mit etwas so Großem und Schwerem aus dem Staub zu machen? Ja, das ist kaum zu glauben, aber es ist passiert und wir müssen herausfinden, wie. Na schön, dann bringen wir diese Ermittlungen mal in Gang, was? Ich glaube, wir sollten mal mit einer formellen Aussage von Mr. Onassis anfangen. Wie kommt es, dass das Essen kein bisschen weniger geworden ist, nachdem sich alle vollgefuttert haben? Haben sich denn schon alle vollgefuttert? Oder haben sie erst mit dem Spiel angefangen? Der Ballsaal fühlt sich ohne diese Statue gar nicht mehr so groß an, oder? Wo kann sie denn nur sein, Miss Layton? Okay, sprechen wir mit Danny DeVito. Was für ein Schwein hat mir das angetan, mir meine Statue wegzunehmen? Mr. Onassis, könnten wir uns bitte kurz unterhalten? Natürlich, wenn es dazu beiträgt, dass wir den Halunken aufspüren. Als wir in den Maschinenraum gegangen sind, um die Schatzsuche mit den Engelsfiguren zu beginnen, sind da andere Gäste noch im Ballsaal geblieben? Nein, ich glaube, alle Gäste haben am Spiel teilgenommen. Als wir zusammen in den Maschinenraum gegangen sind, sollte also niemand im Ballsaal zurückgeblieben sein. Fun Fact, es fehlt übrigens auch die goldene Kugel hier oben. Goldene Kugel. Ist das jetzt ein Rocher? Ich bin mir nicht sicher. Die Frage ist, war diese offensichtliche Kugelform vorher schon in dem Pudding? Ist ihm die goldene Kugel auf den Kopf gefallen? Das ist aber auch für einen Designfehler, dass man mit dem Drücken eines Knopfes Verluste in Millionenhöhe verursachen kann. Nun, kommt drauf an. Also, es soll auf dieser Welt Knöpfe geben, die zum Beispiel Atomraketen abschießen. Die sind schon dazu designt, dass andere Verluste in Millionenhöhe erleiden. Nicht unbedingt Millionen Dollar, sondern eher Millionen Einwohner, aber meine Güte. Ich fände es super, wenn es am Ende wirklich Catriel war und sie einfach von allen hart weggebasht wird. Ich würde sagen, wir waren etwa 15 Minuten im Maschinenraum, oder? War die Statue leicht genug, dass man sie überhaupt in so kurzer Zeit hätte bewegen können? Miss Layton, die Göttinnenstatue besteht aus purem Gold. Sie wiegt schätzungsweise 4 Tonnen.
4 Tonnen? Wie um alles in der Welt haben Sie sie überhaupt in den Ballsaal bekommen? Die Thames Tannic ist mit einem hochmodernen Kran ausgestattet, Miss Perfetti. Daher war das kein Problem. Dann scheint es sehr wahrscheinlich, dass der Täter die gleiche Methode verwendet hat, um die Statue zu entfernen, oder nicht? Könnte jeder diesen Kran bedienen, Mr. Onassis? Nein, ich glaube nicht. Er ist nicht so leicht zu steuern. Aber ich kenne die Einzelheiten nicht. Diese Frage müssen Sie schon Kapitän Stower stellen. Ich verstehe. Nun, dann müssen wir ihn jetzt gleich danach fragen, denke ich. Ja, wir sollten ihn auf der Brücke antreffen. Dort wollte er hin, um zum Festland hinüber zu funken. Ja, das stimmt. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Brücke. Wie viele Orte hat denn dieses verkackte Schiff noch? Warum müssen wir ständig von links nach rechts wechseln? Und warum kann ich mit dem Cursor hier hochgehen und wenn das fertig geladen ist, springt der Cursor immer wieder weg? Der Fall dauert wohl noch. Hast du nicht mal einen Hinweis? Leider. Aber hey, wir spielen erst eine Stunde. Also theoretisch noch länger, weil wir den Fall gestern schon angefangen haben. Ich würde sagen, es ist ein ziemlich wunderbares Gefühl, auf der Brücke zu sein und mitzuerleben, wie der Kapitän dieses großartige Schiff befehligt. Schaut euch mal die Aussicht übers Meer an. Da drüben ist der Kapitän. Wir stören Sie nur sehr ungern, Kapitän Stower, aber wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn das möglich wäre. Oh wow, an wen erinnert mich der Dude? Irgendwie, keine Ahnung. Hat dieses Schiff ernsthaft Sprechrohre? Ist doch wohl ein Witz, oder? Der Typ heißt garantiert Kevin. Ja, gut möglich. Entschuldigung, dürften wir Ihnen bitte ein paar Fragen stellen? Nein, der Typ heißt Matt. Matt Rose. Ach ja, Sie ermitteln doch wegen des Diebstahls der Göttinnenstatue, oder? Na klar, was wollen Sie denn wissen? Ich bin übrigens Matt, Matt Rose. Während der Zeit, in der der Diebstahl stattfand, war Kapitän Stower mit den anderen Gästen im Maschinenraum. Wer lenkte das Schiff, während er dort war? Das war ich. Doch, das war nicht sehr schwer. Man muss nur darauf achten, dass das Schiff auf Kurs bleibt. Somit waren Sie also auf der Brücke, als der Diebstahl stattfand? Ja, so sieht's aus. Und wer bediente den Kran, als die Statue überhaupt erst an Bord gebracht wurde? Das wäre wohl auch ich. Wieso? Sie wissen also, wie man ihn bedient, Mr. Rose? Kann der Kran jederzeit verwendet werden? Nein, nein, ganz und gar nicht. Die meiste Zeit über ist er abgeschaltet, um Strom zu sparen. Bevor man ihn benutzen kann, muss der Hauptschalter im Maschinenraum umgelegt werden. Nun. Wenn der Schalter auf Aus steht, macht der Kran gar nichts. Der Hauptschalter im Maschinenraum, was? Und es sieht ganz so aus, als ob man ein richtig langes Prozedere durchlaufen müsste, um den Kran in Betrieb zu setzen. Ja, das ist so. Niemand hätte ihn verwenden können, ohne den Einsatz vorher zu planen. Aber da Catriel grundsätzlich nie etwas plant, ist das einfach aus Versehen passiert. Ich meine, sie hat den Hauptschalter betätigt und dann auf der Suche nach dem Engel noch ein paar andere Knöpfe gedrückt. Nun. Was macht denn dieser Hebel hier? Mit dem bedient man den Kran, wenn man das mit besonders großen Frachtstücken zu tun hat. Der Strom für den Kran ist aktuell abgestellt, da können Sie ihn ruhig anfassen. Im Allgemeinen bitten wir aber alle Passagiere, die Steuereinheiten des Schiffes nicht zu berühren. Okay, der Kran wird aber schon von hier aus bedient? Hm.
Ich war gerade noch was? Aha, steckt hier noch ein Rätsel. Schau dir diese tolle Steuerkonsole an, Miss Layton. Wunderschön, nicht wahr? Vor allem sehr verführerisch. Ich würde zu gern an den Hebel ziehen und die Knöpfe drücken. Ja je, bloß nicht, Miss. Schon ein einziger Knopfdruck könnte zur Katastrophe führen. Oh, aber hier ist ein Rätsel. Rose hat sich aus Versehen gegen die Hebel gelehnt, als Cat den Strom angemacht hat. Ja, irgendwie sowas. Also es kann offenbar doch nicht Cat allein gewesen sein. Aber irgendwie so. Das Lieblingsspielzeug eines kleinen Mädchens ist kaputt gegangen. Du hast alle Teile gefunden, verschiedene Chips und Drähte, aber du musst herausfinden, wo sie auf dem Schaltplan hingehören, um das Spielzeug zu reparieren. Drück und halte Arm, die Komponenten zu bewegen. Hatten wir das nicht schon mal? Ah ja, es ist auch Spielzeugreparatur 2. Okay. Unwahrscheinlich. Die dürfen sich nicht... Ah, warte mal, die... Die Drähte dürfen sich überschneiden, nur über die Chips selbst darf nichts laufen, okay? Warum geht das nicht? Ich denke, die Drähte dürfen sie... Achso. Achso, über die Chips selbst darf nichts laufen. Ja, okay, macht Sinn. Dann machen wir das doch so. Wenn man kurz auf meine Idee hören könnte. Eine echte Erleichterung. Ganz sicher war ich mir nicht.